Hallo Leute und willkommen zurück bei. Oje, oje. Ne? Das muss ich jetzt irgendwie. Das muss ich jetzt. Zurück bei Ich habe Oje, genau. vergessen, das im Videoordner zu trennen. Jetzt muss ich versuchen, die alte Datei umzubenennen. Oje, oje. Oje, oje. Ah, ich glaube, das müsste die hier sein. Das nenne ich mal professionell, ne? Eins. Ah, das. Das machst du alles während der Aufnahme. Ja, natürlich mache ich das während der Aufnahme. Oh. Nein! Ich hab mich verbaut. Ja. Ja, Leute, da könnt ihr mal sehen, wir sind alles keine Profis. Wir machen das ja auch nicht, weil wir das hier irgendwie Das ist professionell machen wollen. Kunst! Wir machen Ich will damit einfach, was weil es uns Spaß ausdrücken, macht. ganz bestimmt! Endlich schon wieder. Du Ohne weißt überhaupt Scheiß, nicht was, Methos? ne? Nee, das muss man ja erst interpretieren in Deutsch. Ach so. Das Lustige ist, ne? Wär's bei mir professionell, ne? Wird davor ein Intro sein, ein Prä-Intro, aber naja. Ich Kann ich habe mir an weder ein Prä-Intro anscheinend noch ein nicht. Intro noch ein Outro. Hab ich auch nicht, und? Also für Platin Mod habe ich es, aber das kann ich nicht nehmen, weil das ist, da steht Platin Mod. Ja, da steht Platin Mod, das wo das Ey, D Jana, umfällt und so. hast du gerade MLG Water probiert und hast es nicht hinbekommen? Hab ich was? Ei, wenn du runterfällst, ne? Guck mal. Ja, ich weiß, dass das geht, ich mach's aber nicht. Hui. Gar nicht. Ich Warum weiß, renne ich dass es immer in die geht. falsche Richtung? Kann mir das einer mal sagen? Weil Ich du kenne so doof jemanden, der bist. schafft es. Nein, ich glaube, das liegt daran, dass ich zwei der schlimmsten Jammer? Pass Aufnahmepartner auf, gerade hier habe. ich kenne jemanden, der macht das so. Guck ja mal, so, warte, so. Sammelt den in der Luft auf und setzt den unter sich. So einen kenne ich. Kennst du den auch? Ja, Ja, nee, ist aber unter Asia, sich ne? setzen kriege ich hin. Nein, nein, nein. Der steht da so am Abgrund. Ja, mal gucken nach oben. Nee, ich weiß schon, wie du meinst. Er steht am Abgrund, schmeißt den Wassereimer weg, springt dem hinterher, sammelt ihn in der Luft Dahin auf und geht. setzt ihn unter Weißt. sich. Ja, Und und wenn ich jetzt doch mal theoretisch die Wand runterspringe, bin rum. ich tot. Hehe, Arthur gesagt. Ja, nee, ist klar. Weg. Komm, spring. Weg. Jammer. Was ist denn? Oh. Spring. Wenn du mich tötest, kriegst du den Tod von mir zugeschrieben. Mal Ich 10. töte dich ja nicht, du sollst nur springen. Ich will aber nicht springen. Feigling. Da gibt's ein Lied davon. Wovon? Zwischen die Augen. Von das mit Ach dem so, spring. Springen. Spring, kleiner Von Jammer, einer spring. Band, die so heißt wie das gleiche mit Bock, womit man Türen aufmachen kann. Methos, das ist Kacke, wenn man keine Markennamen sagen darf. Sagen das war kein Sagen Bescheid. ist kein Problem. Ja, aber dann wäre ich noch Kannst du keine Werbung verklagt. für machen? Oder Nein, es du gibt darfst bestimmt, das. vielleicht gibt Du es was darfst wie eine das. Markengema, das in der Sendung wurde dieser Marke gesagt, ohne dass die Marke dafür bezahlt hatte, Ja. deswegen Nee, muss das nee, Video gesperrt werden. Namen darfst du so viele sagen, wie du willst. Du So. darfst nur keine Werbung machen. Also sowas wie, ja, das ist so gut, ihr müsst euch kaufen. Na Das gut, darfst du das nicht da doch, machen. eigentlich dürfen du es und ich darf sogar mir Warte, mach bezahlen es wieder lassen. hin, Ich Dima. müsste Ich halt mach ihn bloß bei wieder YouTube hin. diesen Haken dann einmachen. Brauche ich das da nicht rumbauen? Enthält Product Placement. Ja, es sei denn, ich lasse es mir nicht bezahlen, dann darf ich auch Werbung machen. Aber schaut euch diese wunderschöne Ofenkartoffel an. Oh, wie sie sich dreht und wie man sie einsammelt. Direkt Von durch die welcher Firma ist Füße in die? die Hände. Oh. Was? Von welcher Firma ist die Ofenkartoffel? Die ist von. Mojang. Ich traue zu, Die dass es ist so eine von. Karamellkartoffel ist von ihr, oder? Bucket. Eine Karamellkartoffel. Nein, Die nein, ist die von Ofen. Bucket. Nein, die ist von Mojang. Mojang AB. Von Bucket. Nein, Mojang. Bucket. Mojang. Bucket. Methos, wer hat Minecraft programmiert? Notch und Notch. Jeb und Ja, und wie heißt die Dinnerbone Firma, und. die sie haben? Aber wir machen das alles auf eine höhere Sache hier. Methos, wie heißt die Firma? Nee. Mojang? Aber ohne Ja. Bucket wäre der Server hier nie möglich gewesen. Das ist kein Das ist Bucket-Server. Vanilla? Das ist ein Bucket-Server. Das ist Nein. Macht mal slash Vanilla? help und guck mal, was der zweite Eintrag ist. Flash-Version, Tatsache, Rough Bucket. Echt? Das ist kein Vanilla-Server. Der Bucket draufgezogen, aber es sind eh keine Plugins drauf, also von Leute, daher. Flash-Plugins. Null. Plugins 1. Welches? Warte. Das interessiert mich jetzt. Hä? Da steht Plugins 1. Da steht WordGuard.
Warum WordGuard? Warum hast du WordGuard installiert? Nee, da steht 2. Ja, mal guck mal genau hin. Da steht unten drunter noch 1, aber da steht, wird nur 1 angezeigt. Aber das ist rot markiert, das heißt, es wurde nicht korrekt geladen. Ja. Ist ja auch real. Da wird nichts. Methos, weißt du, wie das Plugin heißt? Wie? Das heißt, give me more items. Methos. Was? Give me more items? Der hat ein Chip-Plugin installiert. Was denn? Nee. Also, give me more items mit Sicherheit nicht. Dieses Plugin kenne ich nicht mal. Ja, du das vielleicht ist, wenn nicht. Du was abbaust, Diamanten oder so, bekommst du manchmal 2 raus. Das ist ein Hack. Ein Hack-Plugin. Aber mit Sicherheit nicht bei mir drauf. Nee. Also das ist so ein Plugin, habe ich mit Sicherheit nicht drauf gemacht. Ich habe hier ein Buch liegen, das heißt der Schimmelreiter. Ach Kalle, wann sagen wir es eigentlich, Metus, dass wir ihn die ganze Zeit veräppeln? Weiß ich nicht. Und ich bin immer noch Summon! Dann eben Summon, Mensch! Aha. Ihr habt mich also auf den Arm genommen. Ja. Doch, Vanilla. Theodosturm, nee, der Schimmelreiter. Metos, es ist wirklich Craftbucket installiert, aber es sind keine Plugins installiert. Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Haus meiner Urgroßmutter, einer alten Frau, Senator Featherston, kund geworden. Während ich meinen Lehnstuhl sitze, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte. Ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Pappes Hamburger Lesefrüchten. Noch fühle ich es gleichzeitig dem Schauer, wie dabei die linde Hand über das 80-Jährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jede Zeit sind längst begraben, vergebens auch habe ich seinen jenen Blättern nachgeforscht. Und ich kann daher umso weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen. Nur so viel kann ich versichern, dass ich sie für jederzeit, obgleich sie durch einen kleinen äußeren Anlass in mir aufs Neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe. Methos? Ja? Ja, man macht mir langsam Angst. Mir auch. Und Methos? Darf ich einen Cobblestone-Generator bauen? Nein. Na, es ist aber besser, als wenn ich jetzt runter in die Mine gehe. Nein, darfst du nicht. Methos! Cobblestone hat man noch. Strafe soll es ja immer noch sein. Methos, warum mache ich Kalle, Quatsch, Summon Angst? Mir machst du genauso viel Angst. Kommst du mit komischen Sachen? Ich hab grad das Schulbuch Der Schimmelreiter von Theodor Storm bei mir liegen. Und das lese ich gerade. Aha. In der Aufnahme. Und Kalle schiebt mich hin und her. Ja, Kalle, wie willst du mich von hier jetzt wegkriegen? Ja, ma. Sorry, Sam. Du sollst nicht unter mir abbauen. Kalle grieft. Kalle? Kalle grieft! Kalle grieft! Also, Summon Kalle? Summon grieft! Summon hat mich in eine dunkle Höhle gesteckt. Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts an einem Oktobernachmittag. So begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf einen nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits vom Vieh geleerte Marsch, zur Rechten zwar in unbehaglicher Nähe das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen. Kalle, mach das Wasser weg! Mach das Wasser weg! Mach das Wasser weg! Ich darf nicht sterben! Oh, du bist ein Assi! Was hatte ich nochmal zu Trolling gesagt? Mit Wasser? Ich habe keinen mit Wasser getrollt. Doch, Jammer. Wo war ich denn? Ich suche gerade bei hier Cobblestone. Ich weiß nicht, was. In meiner Aufnahme sieht man das, Kalle. Du vergisst, dass ich aufnehme. Mein Vater ruft mich, lol. Bin mal kurz AFK. Hallo, Vater. Und solltet ihr euch wundern, ich mache das wirklich nicht absichtlich, ihn da und Kalle nennen. Ich bin einfach zu inkompetent dafür. Wollte eigentlich jetzt. Unter mich und das Pferd mit schmutzigen Schaum bespritzen.
dahinter wüsste Dämmerung die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließen, denn auch der halbe Mond, der jetzt in Höhe stand, war meist von treibenden Wolken dunkel überzogen. Es war eiskalt, meine verklommenen Hände verkonnten kaum den Zügel halten und ich verdachte es nicht, in den Krähen und Möwen, die sich fortwährend krächzend und gackernd von Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen. Der liest einfach weiter. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften und das Toben von Wind und Wasser. Da! Ich leugne nicht, ich wünschte mit mir ein sicheres Quartier. Das wäre doch... Das ist eine unpassende Stelle, um zu lachen. Das Wetter dauerte jetzt schon den dritten Tag. Ich habe mich schon über die Gebühr und mir besonders liebenden Verwandten auf seinem Hofe halten lassen. Den er an einem nördlichsten... Harden besaß. Wieso denn nicht? Das Buch hat kein Copyright mehr. Heute aber ging es nicht... Ja, heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl nach ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag. Und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen selbstgezogenen Pernette und Grand Richard Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davon geritten. Wart nur, bis du ans Meer kommst. Er hatte noch an seiner Haustür mit mir nachgerufen. Du kehrst doch wieder um. Dein Zimmer wird dir vorbehalten. Und wirklich, ein Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf. Doch, sei kein Narr, kehr um, setz dich zu deinen Freunden. Und zwar Menest, dann aber fiel's mir ein. Der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel. Und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam ich auf dem Deiche etwas gegen mich heran. Ich hörte nichts, aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond in karges Licht herabließ, glaube ich eine dunkle Gestalt zu erkennen. Leider. Hey, und bald näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferd, einen hochbeinigen, hageren Schimmel, ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern und ihrem Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und fiel mir ein, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen. Und Ross und Reiter waren noch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter, aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken. Schon fuhr es rückwärts wieder von mir vorbei. Als schweife mich der fliegende Mantel und Erscheinung war, ich kann nicht sinnvoll nutzen. Und wie die erste Mal lautlos an mir vorübergestorben. Cobblestone farmen. Nein. Haben wir genug. Dann sah ich sie fern und ferner von mir. Dann war es, als sehe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen. Etwas zögernd ritt ich hinterdrein. Als jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Koge unten das Wasser von einer großen Wehle blinken. So nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten ins Land gerissen werden und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben. Das Wasser war trotz des schützenden Deiches auffallend unbewegt. Der Reiter konnte es nicht getrübt haben. Ich sah nichts weiter von ihm aus, aber ein anderes sah ich, den mein Freund jetzt begrüßte. Von mir, von unten aus dem Koke, schimmerte eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf. Was denn? Sie schienen aus... Ich bin auf Seite 7. Das Ding hat 107 Seiten. Ja, das hört sich jetzt nicht alle vorlesen. Das muss echt nicht sein. Aber das ist... Nein. Aber das ist ein schönes Buch. Aber das müssen die Zuschauer auch lesen in der Schule. Aber ich weiß, wie wir Yama dazu bringen, dass er nicht mehr vorliest, dass er die Folge sinnvoll nutzt. Ich werde ihn jetzt töten, dann hat er 25 Tote, dann muss er eine Strafe machen. Nein, weil dann kriegst du nämlich auch noch eine Strafe. Ja, weiterbauen und YOLO. Nö. Was denn? Gibt dann noch eine Aufgabe. Du glaubst doch nicht, dass es dann damit zieht. Kalle! Was denn? Da war ein Zombie hinter mir, der ist explodiert. Das war ein Creeper. Meine ich. Ich hab noch ein Herz. Ja, war. Ja? Wo war ich denn? Nee, gar nicht. Ja, mal gucken, wo. Wo? Lag ein großes Haus derselben Art an der Südseite. Rechts von der Haustür sah ich alle Fenster erleuchtet. Dahinter gewahr ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes sie zu hören. Mein Pferd war von selbst auf dem Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, dass es ein... Was denn? Denn vor den Fenstern gewahrte ich...
Dann lese ich jetzt den Quelltext von dem kleinen Arduino-Programm vor. Nein. Ich werde jetzt auch meine Aufnahme an dieser Stelle beenden. Int LED, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, ist gleich, geschweifte Klammer auf, 2,3,4,5,6,7,8,9, eckige geschweifte Klammer zu, Semikolon. Int eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und ja, Mann! Ich hab nur, was ist denn? Ich sag bis zum nächsten Mal. Aber die Folge geht doch gerade mal 7 Minuten. Nee, Quatsch, warte mal, 14. Tschüss. Ja, und ich werde hier jetzt auch mal meine Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ciao. Also ich kann die jetzt auch nicht beenden, ich habe noch keine halbe Stunde voll. Ja, Mann, du musst keine halbe Stunde machen. Doch, muss ich. Oh ja, Mann, ich mit dir aufnehmen. Sonst steigt mir der Schornsteinfeger aufs Dach. Ja, nee, ist klar. Und ich habe nicht mal einen Schornstein. Also, nicht, dass ich wüsste. An sich ist es ja gar nicht mal so ein schlechtes Buch. Es gibt schlimmere. Jetzt habe ich irgendwie Buch meiner alten Schulbücher, die ich mal lesen musste, nochmal zu lesen. Oje, oje. User left your channel. Ey, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Jetzt bin ich ja alleine und muss die Leute entertainen. Hallo? Hallo? Warte mal. Der kann doch nicht weg sein. Metos! Was? Du sollst mit entertieren. Außerdem, warte mal, wie lange muss ein Künstler tot sein, damit der, damit ich das sagen, also damit ich das Zeug einfach so verwenden darf? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das waren 75 Jahre. Wie lange ist denn Theodor Storm schon tot? Ah, ein Zombie. Metos, geht das in Ordnung, wenn ich mal keine zwei halbe Stunden mache? Metos! Was? Geht das in Ordnung, wenn ich mal nicht zwei... Wo habe ich denn das TNT? Das musst du deine Zuschauer fragen. Ich habe gerade was gelesen. Ja, aber dann? Wenn ich die jetzt frage, muss ich das Video erst hochladen und rendern und dann ist es ja schon zu spät. Ey, wie lädst du deine Videos hoch? Erst hochladen und dann rendern. Nee, andersrum. So, ne, gut, so rum gänge es zwar auch, nur dann bräuchte ich ja Jahre, bis ich die 130 GB hoch hätte. Ja, aber bist du immer noch in der Aufnahme? Ja, natürlich. Sowas bespricht man nicht in der Aufnahme. Ich schon. Das ist Kunst. Ich will damit die Umständlichkeit der Bürokratie bemängeln. Nein. Sicher? Nein. Das wäre aber ein schöner Gedanke. Nein. Aber ich will damit das ganz sicher. Kann ja Kurt Möhrer meine kunstwissenschaftliche Analyse machen. Wo man schon als kleiner Junge oft hin musste. Zum Doktor. Metos ist jetzt beim Doktor. Warum ist er jetzt einfach mal so mitten in der Aufnahme? Ihr seid so unprofessionell. Die Bürokratie wird davon nicht weniger. Ach, ich leg jetzt einfach auf. Was denn, Yama? Kalle, verabschiedest du dich wenigstens noch von mir, Zuschauern? Weißt du, wo Kalle gerade hin ist? Sammeln. Ja. Verabschiedest du dich noch von meinen Zuschauern? Ja, aber Kalle ist, der ist gerade so kleine Mädchen. Hä, hey, ich dachte, er ist beim Doktor. Der hat doch gesagt, er ist dort, wo man schon als kleiner Junge öfters hin musste. Damit meint er doch einen Doktor, oder was soll er denn sonst meinen? Was würde denn sonst auch nur annähernd Sinn ergeben? Egal, ich höre jetzt auf mit der Aufnahme. Kalle, sag mal tschüss. Sammen. Ja, Summon sagt jetzt tschüss. Tschüss, Zuschauer von Yama. Von mir das auch. Tschüss, auch wenn ich das nicht verantworten kann. Mir das hat tschüss gesagt. Stellt euch das einfach vor. Tschüss.